Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Das letzte Mal haben wir zwei Kinians gerettet. Zwei Kinders. Und dieses Mal machen wir eine Sondererinnerung von den Assassinen. So, hier hoch. Und wir müssen wahrscheinlich noch ganz da hoch. Kartenordner. Mit Hilfe der Karte können Sie Ziele und Nebenmissionen finden. Kartenordner, die einen muss, deshalb können Sie... Was? Ich war nicht ganz fertig. Okay, was ist das da? Warum ist das... Warum ist hier niemand? Was wird das? Ach so. Das ist... Ach du Scheiße. Was muss ich denn machen? Und gibt's einen Auftrieb? Ne, gibt's nicht. Dann gibt's hier keinen Auftrieb. Wow. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Komm hoch, 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 hoch. Hä? Warum? Warum ging das jetzt nicht? Alter. Hä, der gibt mir null Auftrieb, das Ding. Aua, und was sollte ich überhaupt machen eigentlich? Das ist leicht strange. Mir wurde nicht mal gesagt, was ich machen muss, also was mein Ziel ist. Na komm, fall hin. Ja, einem Typen 1500 Dingens zu klauen, das ist... Dafür bin ich noch gut genug. So, die nächste Erinnerung, also ne, was das für ein Schmarrn war. Jetzt, also ich meine, gut, wir sind da jetzt geflogen, aber warum? Ist die Frage. Seine schändliche, widerliche, stinkende Existenz. Das ist hier die Frage. Warum wir hier geflogen sind. So, als nächstes gehen wir mal dahinter zur anderen Mission, zur anderen Hauptmission. Hier gibt es fantastische Metallarbeiten. Und die werden wir dann machen, ne? Dazu sind Hauptmissionen ja da. Ah, diese Sondererinnerungen. Genau, aber die Sondererinnerungen, die sind irgendwie ja... Also zumindest dies ja kacke ist. Was tut ihr denn hier draußen? Es tut mir leid, Ezio. So leid. Was ist passiert? Oh, nee. Es war ein Trick, um unsere Verteidigung zu schwächen. Als ihr gegangen seid, griffen sie erneut an. Checo Orsi. Er hat den Apfel. Was? Nein! Wo ist er? Wir haben ihn gejagt. Aber der Bastard ist in die Berge entkommen. Ich gehe. Checo Orsi finden und eliminieren, um den Apfel zu erhalten. Na geil. Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Es hat nicht gut gehen können. Die mussten... Dass der den extra da lassen musste, den Apfel. Ne? Na geil, so. Zück dein Schwert. Masse fertig. Ja, du gehst als erstes hier mal sterben. Aber jetzt erstmal als allerersten Mal die mit der Axt, also die mit diesem axtähnlichen Ding da. Genau. Und dann der hier. So, und jetzt, komm. Ach Gott, da hat er viel zu lange gebraucht. So.
Na komm, hau ihm doch eine rein. Nein, so geht doch. So. Jetzt gehen wir mal hier raus. Nachdem wir natürlich die Typen hier eliminiert haben. Alter, schon wieder solche Riesenviecher. Also solche... großen Typen. Oh, der hätte gesessen. Ah, der war schön. Aber wir stehen zum Glück nicht unter Zeitdruck. Was das Ganze hier deutlich erleichtert. Na, komm. Tja, dem großen Assassinentöter. Na, ich wollte eigentlich erstmal die da hinten machen. Also geht doch. Ja, jetzt haben wir den und jetzt kommst du dran. Alter, aua. Tat weh. Alter, ich kann den nicht kontern. Alter, und es kommen noch mehr. Leute, ich wollte eigentlich nicht die ganze Zeit beim Kämpfen verbringen. In der Folge. Ich wollte auch ein bisschen was von der Hauptmission machen. Vor allem diese großen Typen kotzen mich so an, weil man die nicht so einfach besiegen kann. Ja, schön. Haut euch selbst gegenseitig auf die Fresse. So, dann haben wir jetzt bloß noch diese drei großen. Erstmal vielleicht auf den hier. Ne, auf den da hinten meine ich. Weil der am wenigsten Life hat. Na? Na komm. Na komm, also, geht doch. Alter! Nein! Du brichst die Regeln! Wir brechen genau. Du hast einen Spruch. Du brichst die Regeln, wir brechen dich. Ja, genau, ich kann ja ausweichen. Genau, ich kann ja ausweichen, da war ja was. Mein Gott. Was haben die so dabei? Bestimmt nix, aber... Naja. Der Bär. Mir werden geschickt mit dem alten Trick vom Capo. So. Erstmal. Na, komm. Warnung, Entfernung zum Ziel. Wie zum Ziel? Was für ein Ziel? Okay, davon habe ich nichts gewusst oder nichts gemerkt. Scheiße. Okay, das ist irgendwie blöd. Und tschüss. Hast du deine Beute wieder? War es das wert? So viel Blut vergießen? Eine Beute von solchem Wert wird dir sicher nicht lange gehören. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Welch üble Dinge werden aus Gier geboren. Requiescat in pace. Okay. Wir sind verletzt, würde ich sagen. Oh nee.
Wartet. Nicht. Wer seid ihr? Halt. Öffnet das nicht. Ezio, Gott sei Dank seid ihr wieder bei uns. Geht es euch gut? Was ist denn passiert? Ich weiß nicht. Eine meiner Wachen hat euch in den Bergen gefunden. Gleich neben Kekko Orsis Leiche. Sie. Ich erinnere mich. Wartet. Da war ein dritter Mann. Er nahm den Apfel. Wer? Er trug eine schwarze Kutte, wie ein Mönch. Und ich glaube, ihm fehlte ein Finger. Sie. Katharina, ich muss weiter. Sofort. Natürlich. Dann werdet ihr das hier auch brauchen. Die Karte, von der Machiavelli sprach. Die eures Mannes? Ex-Mann, mein Lieber. Er schwor, dass er den Standort aller Kodexseiten gefunden hatte. Ihr werdet den Apfel finden. Aber die Gruft ohne die Karte? Niemals. Hört zu. Da ist ein Kloster im Sumpfland ganz in der Nähe, wo ich schon Mönche in schwarzen Kutten sah. Beginnt dort. Nun geht. Und findet den verdammten Mönch. Ich glaube, ich werde euch vermissen, Katharina. Oh ja, das werdet ihr. Der ist jetzt leicht schnell gealtert, meint er nicht? Was heißt gealtert? Also, ja doch, schon gealtert. Also das ist irgendwie leicht strange. Na? Würde ich schon sagen. So. Wo ist jetzt da hinten? Muss ich hin? So, hier nach rechts. Und da hinten ist dann irgendwo die Mission halt. Wo komme ich hier raus? Wo und wie? Also da hinten komme ich raus. Alter, die sind arm wie Kirchenmäuse, ne? Ich meine, ich habe 70.000 dabei. Wenn man mich beklauen würde, das wäre eine Katastrophe. Aber das tun ja die anständigen Menschen hier nicht. So, sie hört es ja mit der Schlägerei. Sonst wurscht, wir kommen uns um die Hauptmission. Und die ist nicht hier. Das wäre ein Rennen, das uns auch komplett am Arsch vorbeigeht. So. Weit vom Stamm. Die Abtei im Sumpfland der Romagna nach dem Mönch im schwarzen Umhang, der den Apfelstahl durchsuchen. Mönch im schwarzen Umhang finden. Ach, ich will jetzt nicht kämpfen. Es wird Zeit, dich von deinem Unglück zu erlösen. Er muss aus der Deckung kommen. Dann schlagen wir zu. So, erstmal du weg und dann. Hier, du, komm. Geh ins Jenseits mit einer aufgeschlitzten Kehle. So, Sperrgebiet. Okay. Hier ist er noch nicht, aber hier hinten ist ein Schatz. Ein Schätzchen. Das wir uns natürlich unter den Nagel reißen wollen, ja toll. 300. Na ja, gut, wir wollen nicht meckern. So, wirklich! Die Fahrt schon!
Friede sei mit euch. Grazie. Ob ihr mir wohl helfen könnt? Was sucht ihr? Ein Mönch in einer schwarzen Kutte, dem einer seiner Finger fehlt. Ah, Bruder Guido hat nur 9 Zehen. Seid ihr sicher, dass es kein Zeh war? Ziemlich sicher. Und dann haben wir noch Bruder Domenico, aber ihm fehlt der komplette linke Arm. Noch einmal, ich bin sicher, es war ein Finger. Ein Moment. Ich erinnere mich an einen Mönch mit 9 Fingern. Ja, natürlich. Beim letzten Festmahl für San Vincenzo, im Kloster. Ja, ich kenne den Ort. Ich versuche es dort. Grazie. Geht in Frieden. Das tue ich immer. Und ich bringe Frieden. So. Wir müssen zum Kloster. Das ist ein bisschen entfernt. Ein bisschen weit da hinten. Aber das schaffen wir schon. Schöne Animation hier, wie er durchs Wasser läuft. So, die Frage ist, wie weit ist es insgesamt? Ist das... Kann es sein, dass wir gerade in die völlig falsche Richtung gelaufen sind? Eigentlich da... Ach, das ist innen drin! Also nochmal zurück. Wir hätten erst schauen müssen und dann rennen. Es ist natürlich sehr geil. So eine Kacke. Okay, das dauert jetzt kurz. Bis wir da sind. Aber das haben wir schon gleich. Auf dem Weg nehmen wir natürlich nochmal den Schatz hier mit. Kann ja nie schaden. Haben wir mal 300. Oh, nochmal 300 F bekommen. So, dann dürfen wir gleich da sein. Den Schatz da links lasse ich jetzt mal liegen. Mir ist mir gelinde gesagt egal. Ich konzentriere mich jetzt bloß auf das Missionsziel. Nee. Das Missionsziel, das wir beim nächsten Mal dann weitermachen werden. So, wir laufen bloß noch schnell ein bisschen dahin. Entschuldigung. Okay, die haben jetzt gar nicht auf uns reagiert, ist schön. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Da vorne ist der Bereich, den wir absuchen müssen. Und dann sagen wir Tschüss, ne? Bis dann. Ciao.